Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich möchte euch hineinnehmen in Apostelgeschichte 2, Verse 41 bis 46. Apostelgeschichte 2, 41 bis 46. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verkaufen aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und im Gebeten. Es kam über jede Seele Furcht und es geschahen viele Zeichen und Wunder durch die Apostel. Alle gläubig geworden waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtkeit des Herzens, lobten Gott und hatten Gut beim ganzen Volk. Und der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Ganz besonders Vers 46. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot. Ich habe eine Frage, wie viele von euch würden so einfach spontan jemand zum Gottesdienst einladen? Einfach so, vielleicht ein guter Freund, einfach so. So ein paar, okay, vielleicht so 20-30%. Danke für eure Ehrlichkeit, ich hoffe, ihr seid ehrlich. Wie viele würden spontan jemand so eine Kleingruppe zu eurem Hauskreis einladen? Wie viele würden das machen? Okay, so ähnlich. Ich habe ein bisschen mehr erwartet, aber okay. Danke für auch für eure Ehrlichkeit. Gottesdienst und Kleingruppen sind absolut das Herz Gottes und die Gedanken Gottes. Das ist kein neues Konzept, sondern das ist schon gleich von Anfang an als ein DNA der Kirche, der Gemeinde Jesu drin. Und wir sehen hier, dass die Gläubigen sich täglich im Tempel getroffen haben. Die gingen zum Tempel, die Treppen nach Jerusalem, haben dort gemeinsam Gott gelobt. Und dann waren sie aber auch ständig in den Häusern. Und da war die Gemeinschaft, Abendmahl, Gebet in den Häusern, im Tempel, waren sie öffentlich, sie haben Gott gelobt, das Evangelium verkündigt und dann gingen sie in den Häusern und hatten sie Gemeinschaft. Und wir wollen eigentlich das ganz neu einfach betonen, wie wichtig das ist, diese zwei Elemente in unserem geistlichen Leben, damit wir geistlich wachsen können. Ich möchte uns noch mal kurz erinnern an unsere Vision als Crossroads Gemeinde. Willkommen zu Hause, zur Anbetung in Geist und in Wahrheit. Das ist unsere Vision und das ist natürlich eine sehr große Vision, die menschlich unerreichbar ist, so ein Zuhause zu schaffen, wo Menschen kommen, zu Hause finden und Gott in Geist und Wahrheit anbeten. Aber wenn man das biblisch angeht und Schritt für Schritt diese Vision runterbrecht und umsetzt, dann ist das möglich. Und wir glauben, dass wir vor allem durch vier Elemente das tun können. Das erste ist Gott kennen, dass wir wissen, wir sind willkommen bei unserem himmlischen Vater. Wir dürfen Gott, den Vater, unser Jesus Christus persönlich kennen. Dann das zweite ist Frieden finden, ein Zuhause finden, wo wir wissen, dass wir gekannt sind, dass Menschen uns kennen, dass Menschen uns lieben, dass Menschen sich für uns kümmern. Und das ist ein Zuhause finden, das ist in einer Familie. Und das wollen wir, dass das auch bei uns stattfindet. Das dritte ist Berufung entdecken, dass wir diese Entdeckung im Geist umsetzen und einfach anfangen, in unsere Berufung zu leben, die Gott uns geschenkt hat und dann einen Unterschied machen. Durch unser Leben, durch unseren Dienst. Und das ist, wie wir diesen Auftrag und diese Vision umsetzen wollen und auch leben wollen. Und wie gesagt, das wird vor allem durch vier Schritte, vier Komponente erfüllt, die wir auch Next Steps nennen. Und das allererste und so wichtig ist der Sonntagsgottesdienst. Gott kennen, Gott erleben in unserem Sonntaggottesdienst. Ich möchte jetzt einfach kurz über den Gottesdienst sprechen. Was eigentlich soll ein Gottesdienst sein? Was soll das einfach alles beinhalten? Ich glaube, nach wie vor und immer ist das Herz Gottes da, für das Menschen den Vater kennenlernen. Wenn wir den großen Missionsauftrag lesen,
Jesus möchte, dass Menschen den Vater kennenlernen, dass sie getauft werden, dass sie in die Jüngerschaft kommen und dass sie zum Nachfolger Jesu machen. Und ich glaube auch, dass der Fokus von unserem Gottesdienst soll auch mit diesem Herzenswunsch Gottes übereinstimmen. Nicht nur, aber auch Menschen zu erreichen, Menschen zu einer persönlichen Beziehung zu Gott zu führen, dass sie einen Ort finden, wo sie ihn kennenlernen und auch ihn erleben können. Und dafür wollen wir, dass unser Gottesdienst ein Ort des Feierns ist, wo man einfach Gott feiert und Jesus feiert für das, was er tut. Und heute hat wieder der Heilige Geist wunderbar das zusammengeführt. Psalm 100 ist eines von meinen Lieblingspsalmen. Und das ist auch immer unser, sag mal, Lehrbuchsalm, wenn wir über Anbetung reden mit meinem Lobpreisleiter. Ich sage Ihnen, was steht im Psalm 101? Kommt in seinen Vorhofen mit Preis, mit Dank. Preis einen Namen, feiert einen Namen, seinen Namen. David hat es begriffen, er hat es verstanden, auch im Psalm 122,1 sagt er, ich freue mich an denen, die mir sagen, lass uns zum Haus des Herrn gehen. Wow, was für eine Herzenseinstellung. Und das ist, was ich mir total wünsche für unsere Gemeinde, dass wir in so eine Herzenseinstellung hinein in den Gottesdienst gehen, dass wir wissen, wir kommen, gemeinsam Gott zu feiern. Warum? Weil uns alles perfekt geht in unserem Leben? Definitiv nicht, sondern wir feiern, wer er ist und was er für uns getan hat. Wir feiern seine Gnade, wir feiern seine Liebe, wir feiern die Rettung, wir feiern das ewige Leben, das uns geschenkt hat. Natürlich haben wir Probleme und jemand hat gesagt, die Probleme kommen in jede Familie und jede Gemeinde durch zwei Beine. Jeder von uns bringt so seine Probleme mit und das ist absolut okay. Auch das, dafür ist Gemeinde und Gemeinschaft da. Und wir sagen, im Gottesdienst, wir akzeptieren Menschen, die Sünder sind. Menschen, die Hilfe brauchen. Menschen, die einfach Heilung brauchen. Und wir feiern es dann, wenn Menschen zu Jesus kommen, wir lieben es, Menschen aus ihrer Sünde, aus ihrer Zerbrochenheit zu helfen, in die Nachfolge Jesu hineinzukommen. Und entsprechend wollen wir auch, dass die Kultur uns einfach die Einstellung und einfach das Herz unseres Gottes ist zu sein. Wir kommen, um Jesus zu feiern. Und das drückt sich aus in unsere Einstellung, das drückt sich auch in unsere Lieder, in allem, was wir tun, sollen wir dieses Feiern Jesu da sein. Zweitens, der Gottesdienst muss unbedingt ein Ort der Gegenwart Gottes sein. Wir glauben, dass die Kirche ein Ort ist, an dem Menschen die Gegenwart Gottes erleben können und müssen. In 1. Korinther 14 spricht es über die Geistesgaben und sagt, wenn jemand unter euch kommt und die Gegenwart Gottes spüren und die Geistesgaben erleben oder das Reden Gottes erleben, wie können sie anders als auch, dass Sachen kommen ans Licht, Gedanken kommen ans Licht und und dann sagt es im letzten Teil des Verses, er wird sich niederwerfen und Gott anbeten und wird ausrufen, Gott ist wirklich in eurer Mitte. Wow, die Kraft Gottes im Gottesdienst. Und das brauchen wir so sehr. Und dafür wollen wir auch offen sein. Offen fürs Wirken des Heiligen Geistes. Aber wir wollen auch authentische, echte Gottesdienste sein. Unsere Gottesdienste sollen echt und authentisch sein. Denn Jesus war absolut authentisch. Er hat nichts vorgemacht, nicht vorgespielt. Er hat nicht über irgendwelche Sachen erzählt, die er nicht halten könnte. Und so sind wir auch gut beraten, nicht irgendwas zu sprechen und zu erzählen, was wir gar nicht erlebt haben. Wir stehen zu unseren Stärken, aber wir stehen auch zu unseren Schwächen. Und auch das ist authentisch. Auch das ist authentisch. Nun ja, das ist auch möglich, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Hauptsache ist, wir lernen daraus, authentisch sein. Gottesdienste sollen auch relevant sein. Jesus sprach direkt in den Herzen der Menschen. Er hatte eine wunderbare Art, um sie zu erreichen. Ich glaube auch, dass die Predigt soll im Fokus von dem Montag sein. Wie werde ich diese Predigt in meinem Alltag, Montag, Dienstag und so weiter umsetzen?
Und ich glaube, jeder Mensch geht mit zwei Emotionen raus aus seinem Gottesdienst. Das eine ist, was, jetzt schon vorbei? Jetzt ist schon vorbei, gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Oder, Gott sei Dank, endlich vorbei. Wenn wir ehrlich sind, haben wir sicherlich auch beides erlebt. Drittens, der Gottesdienst ist ein Ort der Zurüstung. Es ist ein Ort, wo wir ausgerüstet werden, zugerüstet werden für den Alltag, auch für unsere Berufung, für das, was Gott zu uns berufen hat. Epheser 4, 11 bis 12 spricht über diesen vielfältigen Dienst und wie Gott Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten und Evangelisten geschenkt hat, der Gemeinde und das Leib Christi auszurüsten zu dienen. Und das, auch das brauchen wir in unsere Gottesdienste. Diese Gaben, diesen vielfältigen Dienst. Gottesdienste sollen kraftvoll sein, sollen erlebbar sein. Und Geistlichkeit und Spiritualität ist wichtig. Wir brauchen die Kraft Gottes. Man fragt sich, warum kommen heutzutage immer weniger Leute in den Gottesdiensten? Oder andersrum, warum schrumpfen manche Kirchen, Gemeinschaften rasant? Man sagt, vielleicht in 10 Jahren werden wir einige von den Kirchen und Gemeinschaften, die wir so haben, heutzutage gar nicht mehr haben. Und das werden wir stark merken. Jetzt schon werden ganze Bezirke in einem Verein und so weiter. Warum? Warum kommen Leute nicht in die Gemeinde? Warum wollen die Leute nicht in die Gemeinde? Ist das langweilig und befremdend? Oder unfreundliche Menschen begegnen sie? Oder man sagt oft, sie wollen nur mein Geld? Oder ist es eine Sekte? Auch das sind Fragen, die wir uns manchmal ehrlich stellen können. Wie ist unser Gottesdienst? Wie dienen wir Gott? Und auch da ist ein Umdenken. Gottesdienst steht schon in dem Namen. Gottesdienst ist da, um Gott zu dienen. Gottesdienst ist nicht da in erster Linie um mich. Das Wunderbare bei Gott ist, wenn wir ihm dienen, dann stillt er alle unsere Bedürfnisse. Steht es so klar, wenn du mich liebst, dann werde ich dir alles schenken. Und darum geht es auch in den Gottesdienst. Es geht nicht um mich, um meine Präferenzen, meine Lieblingslieder oder so, sondern es geht um Gott zu ehren, Gott zu lieben. Und dann befriedet und stillt Gott auch unser Verlangen nach allem, was wir brauchen. Deswegen wollen wir investieren, in Gott anzubeten, Zeit zu geben dafür, auch in unsere Kinder, in unsere Mitmenschen, damit sie Gott erleben können. Das Letzte, Gottesdienst muss und soll ein Ort der Rettung sein. Ich glaube, dass die Kirche ein Ort ist, an dem Menschen Jesus als ihren Retter und Erlöser annehmen können, dürfen und sollen und müssen. Römer 10, 13 bis 14. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn geglaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Was für eine Verantwortung tragen wir, auch durch unsere Gottesdienste, durch unser öffentliches Auftreten. Hören die Menschen in unsere Gottesdienste das Evangelium. Haben sie die Möglichkeit, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Unsere Gottesdienste sollen Leben spenden und Leben verändert sein. Und ich habe unsere Prediger und unser Team gebeten, dass wir so gut wie möglich jede Möglichkeit gut nutzen, an jedem Gottesdienst, an jede Möglichkeit, auch ein Aufruf, auch das Evangelium kurz zu teilen und eine Möglichkeit zu geben für Entscheidung. Und wir sind da auf dem Weg, denn wir erkennen auch ganz neu, wie wichtig das ist. Also der Kern des Gottesdienstes geht es nicht um Information, sondern um Transformation. Und da gibt es nichts anderes, was mehr transformiert als das pure, reine, einfache Evangelium Jesu Christi. Dass wir von Gott getrennt sind, dass Gott uns einen Retter geschenkt hat, gesendet hat durch Jesus Christus. Dass wir in seinen Namen aufrufen, werden wir errettet werden. Und heute ist der Tag der Errettung. Heute kannst du diese Entscheidung treffen für Jesus. So einfach ist das Evangelium. Jesus gestorben für uns am Kreuz und auferstanden.
Das wollen wir immer wieder neu, kreativ und in allen möglichen Art und Weisen weitergeben. Gottesdienst ist ein Ort der Erhebung. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder die Frage stellen, wie erleben Menschen unsere Gottesdienste, die Jesus nicht kennen. Jemand hat erzählt, dass er als Student so Putzdienste gemacht hat, als Putzdienst gearbeitet hat, und er hat auch Toiletten geputzt. Ja? Und er hat gesagt, er ist ein Mann, ne? Wahrscheinlich nicht so perfekt jetzt geputzt, aber er hat gesagt, das wichtigste Argument war für mich die wichtigste Qualifikation, aber sauber. Er hat sich auf den Toilettenschüssel gesetzt und hat geguckt aus dem Blick von dem Besucher, ja. Wie sieht jetzt die Toilette aus? Ist die Toilette gut genug? Habe ich meine Arbeit gut gemacht? Das brauchen wir auch immer wieder, ihr Lieben. Denn die Kirche Jesu, die hat sich über die Jahrhunderte immer neu erfunden und entwickelt. Die Botschaft ist immer gleich geblieben, die bleibt auch immer gleich, das Evangelium. Aber wie man das präsentiert, wird sich verändern. Und manchmal, wir sind jetzt hier natürlich zu Gast, aber manchmal vielleicht muss man die alten Plastikblumen auch mal irgendwie verschwinden lassen. Oder so solche Sachen, ja. Einfach als Beispiel. Oder wer weiß der Mensch, ob er nach eineinhalb Stunden Gottesdienst wieder gehen kann oder muss sich irgendwie schuldig fühlen, dass er da früher gehen muss und so weiter. Vor ein paar Wochen hat mich jemand gefragt, dürfen wir in unserem Gottesdienst mit Flaggen tanzen? Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe Nein gesagt. Ja. Vielleicht denkst du, Pastor, was ist los mit dir? Bist du so ungeistlich und so? Ich weiß, dass Flaggen tanzen absolut geistlich ist und sein kann. Nun, es gibt viele praktische Gründe. Wenn das vielleicht nicht so getan wird, wie es sein sollte, würdest du vielleicht in Gesundheitsgefahr kommen, weil wenn du eins mit dem Flaggen abkriegst, wenn du einen Lobpreis hast, dann wird es wahrscheinlich schwierig, oder wenn dein Kind da vorbeiläuft und so. Es gibt einfach auch viele praktische Gründe. Wie wird ein Erstmalbesucher, der keine Ahnung hat von unserer charismatische Szene, das sehen, wenn rein in Gottesdienst kommt und auf ihn ein paar Flaggentanzer zu rennen und so. Das sind einfach so Sachen und Sachen, die für uns wichtig sind. Es gibt Zeit und Raum für alles. Dafür haben wir Gebetsräume, dafür haben wir Worship Nights und so weiter. Es gibt Zeit für alles. Aber dient unser Gottesdienst immer noch auch als ein Ort der Errettung? Oder dreht sich das um uns? Und wenn wir einen großen Missionsbefehl anschauen, nochmal, was Jesus auf dem Herzen ist, Matthäus 28, 19 bis 20, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinem Jüngern. Tauf sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt. Gottes Herz schlägt für die Menschen, die weit weg vom Vater sind. Und natürlich für uns, die bei ihm sind. Und dann sendet uns aus und sagt, geht, ihr habt mich erkannt. Ihr habt dieses Privileg, jetzt schon Kinder Gottes zu sein. Jetzt geht und macht alles, was ihr könnt, um diese Menschen ins Vaterhaus zu bringen. Dietrich Bonhoeffer sagte, Kirche ist erst dann Kirche, wenn für andere da sind. Jemand hat gesagt, die Kirche ist der einzige Verein oder die einzige Organisation, die nicht für sich selbst existiert, sondern für die anderen. Ich hoffe, dass es immer noch so ist. Die Kirche ist nicht nur für mich da, sondern für diese Stadt, für jeden, der noch nicht da ist. Ich könnte noch so viele Beispiele geben. Und ja, wir tun es uns immer wieder schwer. Und ja, immer wieder verlieren wir manchmal diesen Fokus. Das haben wir auch in den letzten 1 bis 2 Jahren schon erkannt, vor allem letztes Jahr, nach unseren schwierigen Zeiten 2018, dass es wichtig ist, uns und Zeit wird, sich wieder neu aufzumachen. Ja, wir sind immer gewachsen, Gott sei Dank, durch unsere Geschichte als Gemeinde. Gott hat uns bewahrt von großen Spaltungen und Problemen. Wir sind so gefühlt jedes Jahr 5 bis 10% gewachsen als Kirche. Aber wir erkennen auch, vieles davon ist Transferwachstum. Menschen, die hier
Zuflucht suchen und finden. Und das ist auch sehr wertvoll. Und das wollen wir auch sein für Menschen, die vielleicht nur verletzt wurden, enttäuscht wurden auf dem Weg des Glaubens. Und jetzt brauchen sie einen neuen Anfang. Aber mich betrifft es, wenn ich manchmal vor Gott stehe oder so und denke, wie viele wirklich neue Leute haben wir erreicht im Jahr. Es ist manchmal das, was mich betrifft. Und ich denke, das ist eine wichtige und gute Frage, um sich zu spiegeln. Wie viele Menschen erreichen wir in der Art und Weise, wie wir jetzt dienen? Neue Menschen, die wirklich Jesus nicht gekannt haben. Und darum geht es eigentlich. Darum schlägt mein Herz. Darum soll das Herz unserer Gemeinde schlagen. Und darum ist es auch wert, vielleicht uns von den Flaggen vielleicht nicht unbedingt das zu nutzen oder Sachen, die nicht mehr hilfreich sind, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir wollen da als Church Unterschied machen und begeisternde, lebendige, kurzweilige und kraftvolle Gottesdienste feiern. Amen. Bist du dabei? Ich bin dabei. Amen. Jetzt geht es gleich weiter und wir machen es vielleicht kurz praktisch. Fühle dich verantwortlich für deine Freunde. Lass uns verantwortlich fühlen für unsere Nachbarschaft. Darum fängst du an, den Blick nicht nur in der Gemeinde zu haben, sondern in unsere Nachbarschaft, unsere Freundschaft. Verbringe Zeit mit ihnen. Ohne diese Zeit in Beziehung geht es nicht. Erzähle ihnen von deiner Geschichte mit Gott. Und wenn wir Zeit verbringen, werden diese Gelegenheiten auch da sein. Und dann lade sie in einem Sonntagsgottesdienst ein. Und wir wollen sicherstellen, dass unser Gottesdienst so gestaltet wird, dass sie das Evangelium hören und erleben. Und dass sie die Möglichkeit haben werden, zu Jesus zu finden. Und wie geschieht das? Beten, gehen und geben. Geben unsere Zeit, unsere Freundschaft, manchmal auch unser Geld. Dann geschieht das. Amen. Amen. Das ist zum Gottesdienst. Bevor ich zum zweiten Punkt komme, über die Kleingruppen, möchte ich ein kurzes kleines Video mit euch abspielen. Apostelgeschichte, das sind absolute Grundlagen. Und Grundlagen der Kirche, der Gemeinde. Die Bibel sagt uns klar, das Tempel und die Häuser. Das Tempel und die Häuser. Was macht eine Kleingruppe aus? Was wollen wir in die Kleingruppe leben? Zuallererst ist es ein Ort der Gemeinschaft. Kleingruppe der Crossroads Church sollen ein Ort sein, an dem Beziehungen bauen kannst. Und wenn du noch irgendwie am Rande stehst und dich schwer tust, vielleicht deine Freunde zu finden, wäre das ein sehr guter Eingangspunkt für dich, da reinzukommen. Auch sehen wir, wie Paulus durch seine ganze Missionsreise und Dienst immer wieder in den Häusern gekommen ist und diese Häuser, diese Kleingruppe, diese Hauskirchen besucht hat. Zweitens ist eine kleine Gruppe ein Ort des Schutzes. Was wir gerade gesehen haben, das passiert tatsächlich öfters in dem realen Leben. Ich kann mich nur erinnern, als wir diese schwere Zeit hatten, wie auf einmal unsere Geschwister und von der Kleingruppe gesagt haben, hey, wir kochen für euch, wir übernehmen Verantwortung, wir kümmern uns. Und ich hoffe, dass du das solche Zeiten das auch erlebt hast. Ein Ort des Schutzes, ein Ort des Einandertragen. 1. Johannes 3, 16. Was Liebe ist, haben wir an dem anerkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen wir auch bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Es ist wahr, wir können nicht die ganze Welt retten, aber wir können die in unserer nächsten Umgebung sind, in unserer Kleingruppe, können wir helfen. Und das Dritte ist,
Die Kleingruppe ist ein Ort des Wachstums, des geistlichen Wachstums. Also das soll, ein Ort sein, an dem du zusammen mit anderen geistlich wachsen kannst. Und das geschieht durch vieles. Das geschieht natürlich durch gemeinsame Themen, die man durchgeht. Aber vor allem geschieht das in dem gemeinsamen Gehen miteinander. Das Reiben, manchmal die Konflikte, die Missverständnisse, die Vergebung, die man erlebt, und dann die Hilfe und so weiter. Sprüche 27, 17 sagt, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Und das geht nur, wenn man engere Beziehung hat in einer Kleingruppe. Und das ist, was wir uns wünschen für unsere Kleingruppe. Eine Kleingruppe ist Treffen von Menschen, die ein gemeinsames Ziel haben, zum Beispiel Jesus besser kennenzulernen oder Jesus im Geist und Wahrheit zu anbeten. Manche von den Kleingruppen treffen sich auch nach Interessen, nach Begabung. Wenn ihr werdet gleich hören, was wir da alles für Vielfalt haben. Ich habe gestern kurz ein bisschen unser Online-Verzeichnis aktualisiert. Und also wir haben tatsächlich 27 verschiedene Gruppen. Nicht alle sind öffentlich. Ich meine, da ist auch zum Beispiel Gemeinderat und so. Aber sagen wir mal, ungefähr 20, die öffentlich sind. Das ist genial. Das ist erstaunlich. So viel Vielfalt jetzt schon und Möglichkeiten. In Kleingruppen finden sich Menschen, die in verschiedenen Lebenssituationen sind oder vielleicht sogar ähnliche Lebenssituationen und helfen sich auf dem Weg. Die Kleingruppen bitten dir einen Ort, Menschen kennenzulernen, im Glauben zu wachsen, persönliche Herausforderungen zu teilen. Und ich möchte dir vier Dinge sagen, die du über Kleingruppen wissen sollst. Erstens ganz einfach, du kannst und du darfst Teil von einer Kleingruppe sein. Die Einladung ist ausgesprochen stark. Momentan würde ich sagen, gefühlt ungefähr die Hälfte von unserer Gemeinde ist in Kleingruppen. Das ist schon mal eigentlich sehr gut, aber eigentlich wollen wir, dass so gut wie alle in einer Kleingruppe sind. Weil das ist so stärkend und so entscheidend für unser geistliches Wachstum und für unsere Zusammenhalt, Einheit als Gemeinde. Zweitens, du kannst auch eine Gruppe leiten. Meistens jeder. Natürlich werden wir mit dir ein Gespräch haben, aber unser Wunsch ist, so gut wie möglich Berufungen freizusetzen, Möglichkeiten zu eröffnen. Es wird sicherlich ein Gespräch geben mit dem Pastor und Gemeinderat, aber wenn wir merken, die Vision passt zu unserer Vision, dein Herz ist am richtigen Fleck. Du brauchst kein Profi zu sein. Du brauchst Verbindlichkeit. Du brauchst natürlich einen Charakter, der sich korrigieren lässt und unterrollen lässt. Wir können über diese Sachen reden. Aber wir wollen dich ermutigen. Gerade auch unsere langjährigen Mitmenschen hier, Mitglieder. Vielleicht wünschst du dir eine Kleingruppe und du findest es nicht. Dann mach das zu deiner Kleingruppe. Eröffne du sie. Und lass sie geschehen, lass sie zur Realität werden. Drittens, wir haben in unseren Gruppen einen freien Ausfall. Also du hast die Freiheit, eine Kleingruppe dir auszuwählen. Und wenn du eine ausgewählt hast, dann ermutigen wir zur Verbindlichkeit, ermutigen wir zu einfach Zugehörigkeit, weil das soll auch ein Ort des Schutzes sein. Aber wir haben jetzt, das vierte ist, wir haben zwei Saisons und Semester. Und das hilft dir, zumindest für dieses Jahr, wir haben gesagt, wir wollen das ausprobieren für dieses Jahr. Das hilft dir auch, in einer Kleingruppe vielleicht auszuprobieren für ein Semester, von Februar bis Juli oder von September bis Dezember, um zu sehen, ob das langfristig deine Kleingruppe sein könnte. Es sind so viele Möglichkeiten, wir wollen es dir so einfach wie möglich machen, in eine Kleingruppe zu kommen. Oder wenn die Bestätigung da ist von Gott und von der Leiterschaft der Gemeinde, auch eine Kleingruppe zu leiten, zu eröffnen. Und ich hoffe, dass dich da wirklich überzeugt, wie biblisch das ist, wie wichtig das ist und dass du dabei bist, dass du sagst, ja, ich mache mich wieder auf. Vielleicht bist du schon dabei, dann wunderbar, wir haben, wie gesagt, schon wunderbare Kleingruppen, aber wenn du noch nicht dabei bist, mach dich auf. Ich hoffe, du bist davon überzeugt. Bevor wir weitermachen, habe ich noch ein kleines Video für euch.
Halleluja. Es ist gut, Freunde zu haben, in Gruppe zu sein, nicht alleine zu sein. Jetzt möchte ich einfach bitten, wir wollen euch ein paar Kleingruppen vorstellen, die nächsten zwei Sonntage, weil wir fangen jetzt an in diese neue Saison. Und die nächsten zwei Sonntage, weil wir so viele haben, können wir nicht alles auf einmal, aber heute fangen wir an. Franzi, würdest du schon mal kommen? Und Steve und Susanne, Silke, Mainze, Maria und Otto und Alina. Genau, schön, dass ihr bereit seid, heute uns eure Kleingruppe, das, was ihr auf dem Herzen habt, vorzustellen. Und wir fangen mit Glossar an, damit wir nicht durcheinander kommen. Genau. Ja, genau. Also, Franzi und Steve und Alina, hallo. Genau, Franzi und ich, wir leiten den Klausurkreis. Ganz organisatorische Fakten, wir treffen uns jeden Dienstag um 19.30 Uhr. Wir treffen uns hauptsächlich in Freudenstadt, sind aber auch in Pfalzgrafenweiler-Bösingen, auch in Dornstetten. Und wir sind mittlerweile so um die 12, 13, 14 Personen, die wirklich alle da sind. Ja, sind aber natürlich weiterhin noch offen, auch für neue Personen. Und ja, uns zwei ist eine riesige Freude, einfach diesen Hauskreis leiten zu dürfen. Ja, wir sind jedes Mal überwältigt, wie es der Heilige Geist einfach schafft, völlig unterschiedliche Charaktere zu einen, ja, und das zu einer Einheit werden zu lassen. Und ja, wir haben so das Gefühl, wir sind zwar die Leiter, wir lernen aber so viel mehr von unseren Teilnehmern, als dass wir das Gefühl haben, wir bringen ihm was bei. Und ja, das freut uns einfach ganz sehr. Genau, Closer heißen wir deswegen, weil wir gesagt haben, wir würden gerne einfach das Herz Gottes spüren und näher an sein Herz kommen. Was bedeutet, das ist tatsächlich auch Programm. Und es fühlt sich an wie Familie und das ist total schön. Wir sind selber erst seit einem Jahr in der Zusammensetzung jetzt gemeinsam unterwegs. Das macht aber schon keinen Abbruch, also es fühlt sich an, als hätten wir eine Familie unterwegs. Genau. Darf ich weitermachen? Auch von mir herzliches Gute Morgen noch. Wir sind im südöstlichen Kreisgebiet zu Hause, sage ich mal, Lossburg, Leinstetten, Altenhof, also so die Ecke, ja, ein bisschen abseits will ich es mal formulieren. Ja, Familie Frommer, Familie Weber und wir Kälberers. Wir sind sehr flexibel, haben uns ein paar WhatsApp organisiert, weil wir ja noch Kinder zu Hause haben, wo einfach ein bisschen Flexibilität angesagt ist und man nicht immer so nach Spur, nach Schema agieren kann. Es funktioniert sehr gut und wir sind geistlich sehr gut unterwegs, haben ein sehr vertrautes Verhältnis, ein tiefes Verhältnis, will ich mal formulieren, und wir dürfen wachsen und gegenseitig dienen. Und das merken wir und wir würden uns freuen, da wir doch ein bisschen eine Abseitsposition haben, was das Kreisgebiet anbelangt, wenn sich neue Leute zu uns zugehörig fühlen könnten, würden wir uns sehr, sehr freuen. Das von unserer Seite. Also seid herzlich willkommen, kommt auf uns zu. Meine Frau kann leider jetzt nicht da sein, die ist in der Kinderstunde. Aber ich denke, wir sind bekannt. Ja, habt die Freiheit, uns anzusprechen. Irgendwie gibt es eine Möglichkeit, ganz sicher. Also wir sind sehr flexibel. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Genau, ich habe zwei Gruppen. Einmal das Open Heaven Gebet, so heißt es jetzt. Also es war früher das Open Doors Gebet. Wir haben für verfolgte Geschwister gebetet. Und jetzt haben wir einfach gemerkt, wir möchten echt ein bisschen weiter gehen. Wir wollen den Raum weiter öffnen. Und der Schwerpunkt ja so auf Lobpreis und hören, was Gott sagt, für welche Anliegen wir beten sollen. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert, genau. Und die Frenne und die Susanne, die leiten das mit mir. Und ich freue mich einfach, es ist jetzt irgendwie so eine neue Saison, genau, die wir dann im Gebet jetzt starten. Das eine, genau. Und das andere ist, da bin ich leider jetzt gerade alleine mit meinen Kindern, die unterstützen mich, im Post Hotel, also das ist die Flüchtlingsunterkunft hier in Freudenstadt. Da gehen wir alle zwei Wochen hin und spielen da einfach mit den Kindern. Also wir klopfen an die Zimmer und fragen, wer sich einladen lässt. Das ist irgendwie sehr spontan und unkonventionell. Das ist auch keine Vorbereitung, aber es geht auch einfach um Zelt. Genau, Bilder haben wir auch noch mitgebracht, was wir so alles machen. Coole Sachen. Also wir
fahren zum Beispiel Bälle, das machen wir so gern, und im Sommer gehen wir raus oder auf dem Spielplatz oder machen Picknick oder im Winter sind wir dann drin und da haben wir dann auch Möglichkeit, eben tolle Fahrzeuge, genau. Also es ist echt bunt und es macht echt Freude einfach, genau. Und da fände ich es voll toll, wenn da jemand sich die Zeit hat. Klar hat nicht jeder um diese Zeit 15 bis 17 Uhr mit uns dieses Abenteuer zu erleben. Super, Maite, bitte. Eine kleine Gruppe ist für Frauen, alle Altersgruppen. Und wir treffen uns einmal pro Monat. Ein Monat vormittags und die andere nachmittags und dann wieder vormittags. Und die Ziel von dieser Gruppe ist für die Frauen zu auftanken und ein bisschen raus von der Familie, Kinder und mit anderen Freundinnen etwas Schönes zu machen. Wir haben ein gutes Programm für dieses Jahr, zum Beispiel Flohmarkt oder Spicken und Sticken. Und wir haben heute ein neues Flyer. Und bitte nehmt und bitte kommt. Auch ist eine gute Gelegenheit, eure Freundinnen einzuladen. Und wenn ihr mehr möchtet wissen, dann könnt ihr mit Silke Fuchs, Franzi Apolitano oder mit mir sprechen. Danke. Und wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Und wenn du Interesse hast, bitte, ja, ich kann dir dort hinzufügen. Genau. Dann Maria und Susanne, bitte kommt hier in der Mitte. Würde bitte in der Mitte kommen. Dankeschön. Okay. Wir sind eine neue Gruppe. Wir haben auch was in der Hand. Boma wächst jetzt noch als diese Gruppe, aber wir überlegen uns noch einen Namen. Da gibt es auch Bilder. Was ist das? Wir möchten solche Taschen nähen, stricken, häkeln. Aus schon gut erhaltenen, aber schon verbrauchten Stoffen oder Kleidungsstücken. Und wir möchten diese Taschen verbreiten in Freudenstadt, auf dem Marktplatz, in Geschäften. Und Susanne zählt dazu. Ja, also diese Boomerang Bags, das ist eine Bewegung, die kommt aus Australien. Und Boomerang deshalb, weil wir diese Taschen, die wir nähen, aus diesen Stoffen, die wir zu Hause haben, die wollen wir in Geschäfte verteilen und die Menschen oder Kunden, die dann kommen dürfen, die Taschen mitnehmen, wenn sie keine eigenen Einkaufstaschen dabei haben. Manchmal ist es ja so, man kauft mehr und dann merkt man plötzlich, okay, jetzt reicht mir meine eigene Tasche nicht. Also man kann die mitnehmen und Boomerang deshalb, weil man sie wieder zurückbringen kann oder man verwendet sie zu Hause weiter. Aber das soll eben der Gedanke sein, dass wir auch Abfall vermeiden, dass wir unsere Sachen, die wir zu Hause rumliegen haben, nicht einfach wegwerfen, sondern wiederverwerten und dass auch eben diese Einkaufstaschen einfach im Umlauf sind. Und wir haben dann auch, werden auch dieses Logo von Boomerang auf diese Taschen drauf nähen. Das ist gerade noch in Bearbeitung mit unserem Logo von unserer Gemeinde. Damit man auch weiß, dass wir als christliche Gemeinde hier auch unseren Beitrag leisten wollen. Und wir sind im Moment schon mit uns beiden neun Frauen sind wir schon, ein Mann noch. Wir sind bereit erklärt, die Taschen zu verteilen. Ja, unser Anliegen ist natürlich auch, dass wir die Frauen, die wir jetzt eingeladen haben, das sind die Hälfte der Frauen aus dem nicht-kirchlichen Bereich, zum Teil wahrscheinlich sogar aus einem atheistisch geprägten Umfeld. Und mit diesen Frauen wollen wir einfach durch das gemeinsame Arbeiten und Kreativsein ins Gespräch mit ihnen kommen und Gemeinschaft ihnen anbieten, mit ihnen erleben und natürlich auch ins Glaubensgespräch kommen. Das ist uns ganz wichtig auch, das wünschen wir uns. Aber wir haben auch jetzt schon bei unserem ersten Treffen gemerkt, bei so einer Menge Frauen ist es gar nicht so einfach. Und das ist eine große Herausforderung und deshalb haben wir gemerkt, wir brauchen einfach eure Gebetsunterstützung. Denn das werden wir so ganz allein nicht hinbekommen, so wie sich das dann, denke ich, auch Gott vorstellt.
Ja, und was wir noch gebrauchen könnten, wenn jemand noch Stoffe und übriges Material zu Hause rumliegen hat, könnt ihr gerne auf uns zukommen. Wir treffen uns in Zukunft in unserem neuen angemieteten Raum. Und wir bräuchten zum Beispiel noch ein Bügelbrett, vielleicht auch noch ein Bügeleisen, also solche Sachen. Ja. Wenn jemand etwas hat, sprecht uns einfach an, fragt uns und dann freuen wir uns. Ja, und die Vision ist, dass jede Tasche führt zu einem Gespräch. Sei es für unsere Umwelt was zu tun oder einfach ins Gespräch zu kommen, um unsere Vision, den Gott anzubeten, weiterzugeben. Okay, wow, genial. Super, toll. Also, empowered, wer würde gerne gestärkt werden? Gibt es Leute, die Stärken brauchen? Worum geht es bei dieser Gruppe, so wie Chico heute sehr gut gepredigt hat? Es geht um dich, um das, was du brauchst. Wir wollen uns mittwochs treffen, um dir zu helfen, dich zu bekräftigen, zu unterstützen, deinen Weg, deine Berufung, Schritte darin zu finden, konkret darin zu wachsen. Wir wollen uns auf dich konzentrieren, gemeinsam, also nicht nur Daniel und dich, sondern gemeinsam Perspektive und Wege finden, wie du wachsen kannst, wie du gestärkt werden kannst, wie du ermutigt werden kannst, um konkret in deinem Leben Veränderungen hervorzubringen. Wenn du wächst, wenn du Wachstum erlebst, wirkt sich auch aus auf die Menschen um dich herum. Wenn es dir gut geht, wirst du das ausstrahlen und die Menschen werden zu dir kommen und dich fragen, hey, was ist, irgendwas ist da. Und so möchten wir in dieser Gruppe daran arbeiten, uns zu stärken und die Berufung zu erfüllen, die Gott für jeden Einzelnen von uns hat. Amen. Wir warten dann auf euch. Vielen, vielen Dank. Und ich mache den Schluss. Vielen Dank. Ja, das ist eine Frage. Und noch eine Gruppe, die wir haben, die ist nicht neu, ist das Gemeinsamgebet. Und wir sind da, wir arbeiten als Team als Alex. Alex ist unser Gebetsteamleiter und ergänzen uns. Jeden dritten Donnerstag im Monat haben wir das gemeinsame Gebet. Viele denken, warum gemeinsam, was ist das genau? Das ist unser schon Gemeindegebet. Gebet, das wir als Gemeinde einmal im Monat haben. Wir beten für unsere Gemeinde natürlich auch. Für unsere Mitmenschen, für unsere Stadt. Und es ist eine sehr wertvolle Zeit. Darf weiter wachsen. Wir haben so eine treue Gruppe von, sag mal, 6 bis 10 Beter, die kommen. Aber ich denke, wir freuen uns auf noch mehr. Jetzt haben wir auch Gott sei Dank mehr Platz am Marktplatz 39 und dürfen es wachsen. Und es ist starke Zeit des Gebets, des Lobpreises. Und jeder ist willkommen. Das ist keine geschlossene Gruppe, sondern tatsächlich unsere gemeinsame, allgemeine, gemeinsame Gebet als Gemeinde. Herzlich willkommen auch dazu. Halleluja. Silke, würdest du jetzt mit dem Team kommen? Wir wollen den Gottesdienst abschließen. Nochmal Gott danken für das, was er tut. Und ich habe euch ja in der Predigt gesagt, uns ist sehr wichtig, dass es in einem Gottesdienst auch die Möglichkeit gibt, Gott zu erleben, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Und ich freue mich sehr heute Morgen, dass ein wunderbare alte Freunde von uns da sind, die selber Pastoren sind, aus Chemnitz. Damals waren sie ganz am Anfang von unserer Gemeinde bei der Entstehung schon mit dabei und sogar diese nächste Schritte, die wir in diesem Mitgliederjahresbericht bekommen haben wir damals sogar zusammen entwickelt, mit Markus zum Teil. Und ja, sie sind spontan diese Woche zum Besuch hier in Schwarzwald und wir freuen uns so sehr. Sarah, Pastor Sarah und Markus Geier, wird hier kurz aufstehen, genau. Genau, Markus wird uns einfach kurz das Evangelium und das, was auf dem Herzen ist, einfach geben und dann wollen wir zusammen beten. Amen. Markus, schön, dass du da bist. Genau. Dann kriege ich jetzt noch eine Stunde das Evangelium. Nein, ich möchte mich kurz darauf beziehen, auf ja, was Schisko gepredigt hat, wo Petrus zu diesen Menschen sagt, die sagen, was sollen wir jetzt tun? Jetzt haben wir von Gott gehört, was sollen wir jetzt tun? Und da sagt Petrus, als erstes kehrt um. Also ändert euren Kurs, fangt neu an, fangt neu mit Gott an.
möchte ganz kurz sagen von unserem Leben, was wir erlebt haben hier im Schwarzwald. Wir haben das gesehen, dass Menschen gerettet wurden. Hier im Schwarzwald, einige habe ich hier mitgesehen. Ne? Und wir haben das erlebt in Amerika, wir waren eine Zeit in Amerika, in den USA. Und ich denke an so einen Mexikaner, der war in Drogen, der war richtig kaputt, der war bei der Mafia ursprünglich gewesen. Und er hat Jesus sein Leben gegeben und das Leben hat sich total verändert. Das ist der Wahnsinn. Ich habe das jetzt wieder in Chemnitz gesehen. Wir haben jemanden in der Gemeinde, der hilft jetzt mit bei den Migranten, die einzuführen auf den deutschen Arbeitsmarkt. Und er ist gerade in den Ruhestand gegangen. Ist eine Führungskraft von Siemens. Und er ist selber noch kein Christ. Habe ich jetzt ihm ein Buch gegeben, warum ich kein Atheist bin. Hat angefangen zu lesen und merkt, dass das gut ist. Und ich denke, egal ob das in Sachsen ist oder hier im Schwarzwald, jeder braucht Jesus. Und ja, die Botschaft vom Kreuz, ihr habt hier ein wunderschönes Kreuz aus Holz aus dem Schwarzwald, nehme ich mal. Und das ist das große Plus für das Leben. Unser Leben ist eigentlich unter dem Minus-Kennzeichen. Wir sind getrennt von Gott, so wachsen wir auf, haben nichts dafür getan, sind aber Sünder. Und wir merken, dass wir einfach Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht wollen. Der innere Schweinehund. Und Gott weiß das. Und das, diese Trennung zu Gott, die will Gott überwinden. Und deshalb hat er Jesus Christus gesagt vor 2000 Jahren, dass er an diesem Kreuz für uns stirbt und diesen Preis bezahlt, dass wir ins Plus des Lebens kommen können. Und das ist einfach stark. Wir haben dadurch den Zugang zu Jesus, zum Vater, zum Himmel. Und wir gehen nicht mehr verloren. Und ich kann nur jedem empfehlen, hier im Raum, egal wo man herkommt, ob man, ja, was man gemacht hat, ob man traditionell ist, ob man das schon von Kind auf, seit der Kindesbeine an gehört hat, oder ob man direkt jetzt von der Straße herkommt und noch gar nicht Gott kennt. Wir alle brauchen diesen Jesus Christus. Er hat uns immens geliebt. Der liebt uns immens, immer noch. Okay? Ja. Trotz dem, was wir tun. Und er möchte aber der Herr in unserem Leben werden. Er will uns retten. Jesus hat gesagt, komm, folg mir nach. Und ich möchte ein ganz einfaches Gebet sprechen. Und dazu bitte ich uns aufzustehen. Und wenn du sagst, okay, das war jetzt ganz kurz und schmerzlos, für was Jesus gekommen ist, nämlich um uns in die Beziehung zu Gott zu stellen. Und wenn du sagst, das trifft mein Herz, das brauche ich, irgendwie ist da was Wahres dran, dann mach das folgende Gebet zu deinem Gebet und nimm Jesus als dein Retter an. Und für die, die hier drinnen sitzen und oder drin stehen, die ja schon eine ganze Weile mit Gott gehen, aber merken, sie sind irgendwie zurückgefallen, sie sind irgendwie nicht mehr so in dem Feuer, was Jesus gewirkt hat, ist auch heute ein Tag, neu mit Jesus anzufangen. Wollen wir das tun? Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, dass wir hier sein dürfen. Danke für dieses Wort, für diese Botschaft, Herr, wie du vor 2000 Jahren in Jerusalem Menschen gerettet hast. Und wir schauen darüber, Herr, wie du Gemeinde baust und wie du Menschen veränderst. Und ich danke dir dafür, dass du das auch für uns heute in 2020 hier im Schwarzwald, hier in Freudenstadt oder in Chemnitz oder wo auch immer wir sind, genau dieselbe Botschaft hast, Herr, dass wir gerettet werden können. Wir wollen dich einladen, Herr, komm in unser Leben, vergib uns unsere Schuld. Herr, schenk uns einen Neuanfang in unserem Leben, auch für die nächste Zeit, dass wir ja, erleben, dass wir gerettet sind, dass wir einen Platz im Himmel haben, dass wir nicht mehr verloren gehen, dass wir alles wegräumen können, Herr. Und wir bitten darum, dass wir neue Menschen werden, Herr, dass wir neu geformt werden, dass wir in Beziehung zu dir kommen. Jesus, wir beten darum, wir laden dich ein und wir danken dir, dass du das jetzt in diesem Moment tust. Und ich möchte einfach ganz, ja, wenn alle Augen noch geschlossen sind, wenn du sagst, heute Morgen ist mein Gebet, ich habe das jetzt innerlich mitgesprochen, vielleicht kannst du uns mal ein Handzeichen geben. Ich bin der Einzige, der guckt, okay? Und da möchte ich dir jetzt zusprechen, dass das passieren wird, dass Jesus in dein Leben kommt und dass Gott mit dir ist. Und ich möchte dich ermutigen, dass du vielleicht auch nach dem Gottesdienst hier zum Pastor kommst oder zu den ältesten Mitarbeitern, dass du das festmachst und dass du eben Jesus Segen gehst.